Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Elder Scrolls Online TESO Part Nummer 9. Part Nummer 9. In 8 haben wir sehr viel über das Handwerk gelesen. Also wirklich sehr viel gelesen. Und jetzt sind wir mal dabei, unsere ganzen gestohlenen Sachen mal zu verkaufen. Denn wir haben nicht mehr so viel Platz im Inventar. Oder wenigstens unsere Sachen irgendwie unterzubringen. Oh Gott. Weil ansonsten haben wir echt ein Problem und müssen die ganzen Sachen wohl oder übel zerstören und das will ich nicht. Weil dafür habe ich extra geklaut. Wenn man mal so will. Okay. Kann man hier nicht klauen? Was? Das ist ja. Das wäre Ironie. Ein ganz schön langes Messer. Hier ist tatsächlich einer drinne. Da sind ganz schön viele drinne. Okay, wir haben hier eine Karte. Ja, haben wir Tatsache. Aber nicht wirklich, hier ist nichts. Okay. Was ist denn hier? Ist hier irgendwas Besonderes? Reden. Nee. Ich konnte doch gerade mit irgendeinem reden. Der da? Ja, mit dir kann ich reden. Roy war so viel besser in solchen Dingen, als ich es je sein werde. Er und dieser Hund. Aber ich muss weiter marschieren. Für Roy und den König. Ophi, jetzt habe ich mehr gesagt, als ich wollte. Wieder mal. Ich denke, ich möchte jetzt allein sein. Alles klar. Dann viel Spaß beim Alleinsein. So, wer bist du denn? Ist es nicht bemerkenswert, wie immerzu Dinge von irgendwelchen Wagen fallen? Was habt ihr anzubieten, Hehlerin? Das ist ja schon mal super. Der Hehler, ihr könnt in jedem Ge Gesetzesunterschlupf Hehler aufsuchen. Diese Unterschlüpfe sind überall in Tamriel zu finden. Ihr könnt nur eine begrenzte Anzahl gestohlener Gegenstände pro Tag an Hehler ver... Was? Jetzt ernsthaft? Wie scheiße ist das denn? Und bekommt lediglich einen Bruchteil des eigentlichen Gegenstandswerts in Gold ausgezahlt. Bei Hehlern könnt ihr auch eine begrenzte Anzahl an Gegenständen, die zwar gestohlen sind, die ihr aber dennoch behalten möchtet, schieben lassen. Oh, Moment, ich war noch gar nicht. Ah, scheiße. Also das ist, was ich habe. So, also Schätze kann ich schon mal verkaufen. Das gibt auf jeden Fall ganz gut Geld. Jutschulterpolster, die will ich irgendwie schieben lassen oder so. Schieben. Das heißt jetzt was? Moment, was heißt jetzt schieben lassen? Hilfe. Tutorial. Gegenstände, bla bla bla, Recht. Handwerk, Fischen, Reittiere. Nee, ich möchte. Dieses Vieh da unten, das nervt, man hat die ganze Zeit diese Schritte. Vogelfrei? Nee, das möchte ich gar nicht alles lernen. Der Hehler, ja genau. Ermöglicht es geschwind, eine kleine Gebühr zu schieben. Sobald ein gestohlener Gegenstand geschoben wurde, ist damit jeder Hinweis auf ein Verbrechen entfernt und ihr könnt den Gegenstand behalten und verwenden, ganz wie ihr es wollt. Ach cool. Denkt allerdings sorgfältig darüber nach, welche gestohlenen Gegenstände ihr verkauft oder schieben wollt. Denn Hehler lassen sich nur auf eine begrenzte Anzahl an Geschäften am Tag ein. Bei Hehlern könnt ihr euch von eurem Kopfgeld befreien. Auch geil. Gut, das heißt, jetzt müsste ich ja theoretischerweise, ups, im Inventar, nein, im Inventar, ja, es ist befreit davon, ja geil. Das ist ja cool. Ich kaufe. Oh, scheiße, jetzt habe ich irgendwas verkauft. Ups. Shit, und ich kann sich zurückkaufen. Scheiße. Och nö. Was war es denn? Bestimmt irgendwas Geiles. 100 Pro. Gut, ich möchte Sachen aber verkaufen. Sowas wie Jasmin-Tee brauche ich nicht. Karottensuppe brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das Brot brauche ich. Lebensregeneration auch. Ausdauerregeneration eher nicht so. So, Versorgungen. Die will ich am liebsten alle einlagern. Sind alle gestohlen? Was bin ich denn für ein krasser Typ, ey, dass ich alle stehle? Das möchte ich nicht schieben, weil ich kann ja. Ja. Das heißt, also ich kann auch irgendwie Waffen und so alles klauen?
Und dann einfach schieben lassen, diesen Berg Münzen, aber ich kann es nicht mitnehmen. Schade. Ne, hier kann man natürlich nichts plündern, das ist ja auch sonst ein bisschen ironisch. Was? Oh, ich habe eine Feuerstelle, das ist gut. Ich könnte wieder Rotweizenbier machen, mache ich jetzt auch mal. So. Wie viel Platz haben wir denn jetzt mittlerweile? 46, na mal ein bisschen, ne? Welche Stufe bin ich denn? Immer noch 4. Ich glaube, man kriegt nur durch Kämpfen halt Stufen und deswegen. Oh, wer bist du denn? Ja, ich bin diese Efrega. Man brennt versehentlich einen Baum im Walenwald nieder und es verfolgt einen überall hin. Man würde fast meinen, dass noch niemand jemals zuvor aus Versehen einen Feuerstoß inmitten von Bäumen gewirkt hat. Ein oder zwei lausige Bäume. Oder 20. Dieser blöde grüne Pakt. Oh Mann, ey. Selbst schuld, wenn man sowas macht. Das ist die Quittung dafür, wenn man Scheiße baut. Okay. Ich möchte mal bei anderen Typen. Was ist denn hier? Gildenhändler. Was ist denn ein Gildenhändler? Darf ich euch helfen? Leb wohl. Ach so, ja klar, der kann mir gar nicht helfen, da ich ja nicht in der Gilde bin. Aber was ein Gildenhändler ist, würde ich gerne mal wissen. Heilerin. Ach, Hehlerin, oh Gott. Ich gebe es zu. Die dunklere Seite des Lebens zieht mich an. Deshalb bin ich in diesem Geschäft. Das ist ja wunderschön. So, zeig mal her, was hast denn du so? Bei der kann ich auch pro Tag verkaufen? Nee, kann ich nicht. Entweder schieben lassen. Ah. Fischleim. Die Sachen kann ich ja auch alle nicht mitnehmen, weil das halt wirklich so ein Händlerding ist. Pfandleeren? Diese hier hat noch eine Menge zu erledigen, bevor die Monde auf und untergehen. Was braucht ihr? Ah, ich möchte auf meine Truhe zugreifen. Kann ich doch gestohlene Sachen machen? Nee, kann ich nicht. Och, Freunde, wieso denn nicht? Das finde ich jetzt aber echt ein bisschen schwach. Und warum habe ich noch so viele Stäbe? Ich dachte, ich habe keine Stäbe mehr. Nee, habe ich auch gar nicht. Hä? Ach, die sind in der Truhe, in dem Inventarding alle, stimmt. Wer bist du denn? Du bist ein Händler. Kennt ihr den besten Weg ins Gewölbe einer Bank? Man freundet sich mit dem Bankier an. Ich und Angier Lagerer sind uns wirklich sehr nahe gekommen, wenn ihr wisst, was ich meine. Sie nennt mich ihre kleine Leihbiene. Aber warum erzähle ich euch eigentlich meinen Plan? Verschwindet ihr Schnorrer! What the fuck? Was bist denn du für ein Penner? Du hast komische Hörner, aber okay. Was sind das, deine Ohren? Nee, der hat ja da Ohren. Ah, egal. Oh, ich habe jetzt auf einmal ganz schön viel Gold bekommen durch die ganzen wertvollen Sachen, die ich geklaut habe. Ich glaube, ich sollte mal wertvolle Sachen klauen. Ja, die ganzen Sachen hier, ne, die sind halt alle mehr oder weniger zum Benutzen da. Reparatur. Nee, nur das, was ich halt anhabe, ist jetzt das hier alles. Und dann noch meine Hose. Das hier ist ja alles Quatsch. Warte mal, ich kann nicht. Ah doch, ich kann die auch verkaufen, aber die bringen ihnen nichts. Das ist jetzt doof. Okay, gut. Liam, okay. Gut, ich kann also nichts einlagern. Das heißt. Oh, wer bist du denn? Und bellt die Krähe um Mitternacht? Ach, das. Ich höre den jetzt nicht ein zweites Mal zu. Ich höre immer nur einmal zu. Das reicht auch. Ich verkaufe doch mal dann Sachen, weil das ist mir jetzt hier ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Obwohl Getränke. Wie kann man denn Getränke herstellen? Das würde ich mal zu gern wissen. Wo gibt's sowas? Gibt's sowas irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja hier ganz neu. Ich gehe jetzt erstmal mich ein bisschen hier umsehen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu lesen oder so. Vielleicht ist das auch mal ein lesefreier Part. Kann ja auch mal sein. Wäre feucht wahrscheinlich nicht so schlecht. Für die, die nicht so auf Lesen stehen. Aber es gehört nun mal dazu zu dem Spiel. Und ich werde halt alles machen, was ich so finden kann. Und wenn ich irgendwann das Spiel sogar abbrechen muss, was ich hoffentlich nicht werde, denn es ist ein super Spiel. Und es ist angenehm, dass nichts leckt, weil hier so wenig Leute sind. Oh, was ist denn hier noch?
Sind hier irgendwie Gegner oder so? So langsam habe ich nämlich die Befürchtung, dass ich nicht ganz allein hier unten bin. Aber irgendwie gibt es ja auch hier nichts zu sammeln, da es ja wirklich nur eine Gildendings ist. Okay. Trini Redbone. Kommt man da oben rauf oder was? Glenumbra. Ne, da möchte ich ja nicht hin. Ich möchte ja zurück nach Dolchsturz. Glenumbra ist ja halt die offene Welt, also die offene Gegend. Quasi wie Hochfels, also ein Teil von Hochfels. Und ich möchte aber ganz gerne doch zurück. Gehe ich sogar. Das ist gut. Und dann gucken wir mal, wo man Getränke machen kann. Kann man hier nicht schon die Legende aufschlagen? Oh wow, super. Geile Legende. Und die Ausdauer regeneriert sich sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Immer so in Stücken. Durchsturz! Ich trinke nochmal einen Schluck. Ich weiß nicht, wie viele Parts wir in Durchsturz allein verbringen werden. Aber ich kann euch versprechen, ich glaube, es wären wirklich so 20 Stück oder so. Also, boah. Wenn ich schon sage, 1000 Part-LP, das hört sich schon sehr, sehr viel an, ist es auch. Aber ich glaube, damit ist es nicht getan. Ich glaube, es wird noch viel, viel länger werden. Was, da war gerade ein Schafsbock. Da. Gib mir, was du hast. Wildfleisch. Ah, lecker. So, jetzt aber Legende. Färbetisch gibt's. Oh, geil, hier gibt's einen Färbetisch. Halle der Magiergilde, der Kriegergilde. Oh, cool. Schmied, Schreiner, Schneider, Verzauberer. Alchemist. Da muss ich, glaube ich, hin. Und Verzauberer gibt's doch? Was ist das? Das ist Kriegergilde. Das ist zum Rosenlöwen. Ein Gasthaus. Was ist denn das da? Der westliche Ausblick. Okay. Da oben ist ja noch so ein Durchsturzunterschlag. Ach, das ist der, oder? Ich weiß nicht. Gildenhändler. Schrein. Ich möchte ehrlich gesagt mal wissen, wo hier jetzt ein Alchemist sein soll, oder? Verzauberer, Alchemist. Was ist das hier? Sägemühle von Dolchsturz. Ach da, da sind alle Sachen drin. Alchemietisch, Schreinerbank, Färbetisch sogar. Da müssen wir hin. Da können wir sogar unsere Sachen färben. Das ist cool, das will ich mich mal machen. Das kenne ich nämlich auch nicht aus Teso. Achtung, gleich wird es wieder laggen, genau. Kaum kommt man in eine Stadt, muss es ein bisschen laggen. Ist halt ein MMO und so muss das auch sein. Boah, Leute. Die hacken da schon Holz. Und ich komme einfach mal von hier rein. So, wer bist du denn? Braucht ihr Tränke und Elixiere? Ah. Das Schicksal begünstigt euch. Ich habe gerade eine neue Charge abgefüllt. Schaut euch um. Danke, Ramina Almorva. Aber ich mache jetzt ganz kurz hier einen Cut. So. Okay, wie genau funktioniert das mit der Alchemie? Alchemie ist die Kunst, Tränke zu brauen. Wir durchkämmen die Felder und Höhlen Tamriels auf der Suche nach Zutaten, wie Pilzen, Blumen und Ähnlichem. Das Vermischen dieser Zutaten mit Wasser im richtigen Verhältnis kann zu mächtigen Elixieren führen. Mhm. Pflanzen und Wasser? Mehr ist das nicht? Nun, ihr könnt nicht einfach irgendwelches Wasser verwenden. Ihr werdet in einigen Becken Wasser finden, welches spezielle Eigenschaften hat. Und sich daher ideal für das Brauen von Tränken eignet. Die Qualität des Wassers bestimmt die Macht des Trankes. Das ist ja cool. Also wenn ich jetzt quasi, ich sag jetzt einfach mal irgendein Quatsch, silberreines, glänzendes Wasser habe, dann ist das quasi das Höchste und damit, okay, das ist cool, das gefällt mir. Das heißt, wenn man in irgendwelchen Städten ist, wo es nur Abwasser gibt, dann sollte man daraus vielleicht kein Wasser nehmen oder so. Hm. Spielt es eine Rolle, welche Zutaten ich benutze? Alle Zutaten haben versteckte Eigenschaften. Wenn ihr sie mit anderen Zutaten vermischt, die dieselben Eigenschaften besitzen, verbinden sie sich. Diese Reaktion bestimmt die Art des Trankes.
Ihr müsst nur ein wenig herumexperimentieren. Okay, danke. Was habt ihr denn anzubieten? So, jetzt wird's interessant. Schluck der Magier des Lebens, ja bla bla bla, das wollen wir alles eigentlich gar nicht. Alter, stellt 844 Leben wieder her. Also sofort wieder her. Tapferkeit und zu eurer Lebensregeneration. Krass. Rückkauf, Verkauf, Reparatur. Aber ich möchte ja ganz gerne mal den Alchemie-Korb. Beutel voll Münzen, das ist ein Schatz. Ah, Alchemietisch, jawohl. Wählt ein Lösungsmittel und zwei verschiedene Reagenzien, um einen Trank herzustellen. Drückt Fjerk und zum Herstellen und Dreieck, um die Auswahl zurückzusetzen. Denkt dran, jede Reagenz besitzt vier Eigenschaften. Um die erste Eigenschaft einer Reagenz herauszufinden, könnt ihr sie aus eurem Inventar heraus zu euch nehmen. Verbindet Reagenzien mit ähnlichen Eigenschaften um drei. Stimmt ja, ich kann die auch essen. Oh mein Gott, warum ist mir das nicht eingefallen? Verbrauchsgüter. Nee, das ist hier gar nicht. Materialien. Das ist hier auch nicht. Doch, hier ist es, ne? Von Getränken. Bist du denn eines dieser Sachen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich guck mal kurz nach, ob ich überhaupt schon eine Reagenz hier hab. Ich hab nicht mal was. Trank der dritten Stufe. Ich hab nicht mal irgendwie eine Reagenz hier. What the fuck? Was zur Hölle? Das sind alles Schätze. Die bräuchte ich eigentlich schon, ne? Aber erstmal muss ich mich um meinen eigenen Kram kümmern. Wer bist du denn? Es war Platz in der Mühle. Also hat man uns erlaubt, hier unsere Alchemietische aufzubauen. Jetzt muss ich überprüfen, ob ich auch nichts vergessen habe. Achso, na dann, weitermachen. Gut. Alchemie für meinen Lehrling. Von ihr wisst schon wem. Fängt ja schon mal gut an. Mein werter Lehrling, ihr habt mittlerweile schon zu viel meiner alchemistischen Vorräte zerstört, als dass man das ungestraft lassen könnte. Meine Meisterin hätte dermaßen klägliche Inkompetenz nie durchgehen lassen. Nicht lernfähig, hätte sie gesagt. Nase ins Buch, hätte sie gesagt. Zum Glück vor eure Aussichten ist es deutlich weniger teuer, dieses einfache Handbuch zu schreiben, als noch ein fast seltenes Lösungsmittel zu ersetzen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr dieses Handbuch hier verliert. Ich weiß, dass ihr das tun werdet. Ich habe euer jährliches Lehrgeld in den Druck mehrerer Ausgaben dieses Buchs investiert und diese nah und fern verteilt. Irgendwann wird auf jedem Alchemietisch Tamriels eine Ausgabe liegen. Schritt 1. Beschafft euch Lösungsmittel. Ihr wisst bereits, dass für jeden Trank ein Lösungsmittel als Basis erforderlich ist. Wenn ihr jemals in meinem Unterricht aufgepasst hättet, dann wüsstet ihr, dass das beste Lösungsmittel Reinwasser natürlichen Ursprungs ist. Die Reinheit des Wassers bestimmt die Qualität des Trankes, also eignet sich am besten Wasser aus natürlichen Quellen. Ich betone erneut, dass das Wasser frisch sein muss. Erinnert ihr euch an diesen Zwischenfall mit dem Heiltrank? Ihr könnt nicht einfach eine Flasche in einen trüben Weiher, eine Meeresbucht oder in den Abfluss einer Gerberei tunken. Gott, ich nehme an, dass man Flaschen mit reinem Wasser auch in der Stadt kaufen kann, aber am besten erledigt man das selbst. Wo wir schon dabei sind, euer Regenfasslösungsmittel wird nie brauchbar sein. Stellt eure diesbezügliche Versuchung unverzüglich ein. Schritt 2. Besorgt euch Reagenzien. Die Alchemie ist das Studium der Kombinationen. Wenn Lösungsmittel die Basis eines Trankes sind, sind Reagenzien die aktiven Inhaltsstoffe. Jede Reagenz hat vier individuelle Eigenschaften. Ich werde euch die Prinzipien der quadratischen Amalgamierung ganz sicher nicht noch einmal erklären, aber versucht, euch an die Grundregeln zu halten. Gleiches gehört zu Gleichem. Von heute an werdet ihr euch alle Reagenzien aus der Wildnis beschaffen, nicht mehr aus meinem Laboratorium. Ja, ein bisschen müde schon. Sucht nach Pflanzen und Pilzen. Nur Pflanzen und Pilze. Keinesfalls nach irgendwas anderem. Eichhörnchen, Pulver war eine Abscheulichkeit gegenüber den Acht. Außerdem muss ich euch daran erinnern, sowohl Mörser als auch Stößel nach dem Gebrauch zu reinigen. Schritt 3. Warte mal, wie lange geht denn das? Achso. Schritt 3. Stellt Tränke her. Geht mit einem Lösungsmittel und zwei Reagenzien zu einem Alchemietisch. Und zwar zwei verschiedenen Reagenzien. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das erneut betonen muss. Wolfsauge mit Wolfsauge kombiniert gibt nichts anderes als ekelhaft schmeckendes Wasser. Bleh. Wolfsauge. Jetzt wissen wir schon mal die Reagenz hier.
Wenn ihr alles habt, was ihr braucht, könnt ihr die Zutaten kombinieren und euren Trank herstellen. Reagenzien mit positiven Eigenschaftskombinationen ergeben hilfreiche Tränke, während jene mit negativen Eigenschaftskombinationen denen Schaden zufügen, die töricht genug sind, sie zu trinken. Wenn keine der Eigenschaften eurer Reagenzien zueinander passen, verliert ihr sowohl das Lösungsmittel als auch die Reagenzien. Führt Versuche mit verschiedenen Reagenzien durch und findet heraus, was ihr herstellen könnt. Ich überlasse es euch, ihre Eigenschaften herauszufinden. Aber ich erinnere euch erneut daran, dass ihr die grundlegende Eigenschaft einer Reagenz herausfinden könnt, indem ihr sie einnehmt. Und zwar nur eine Dosis. Übertreibt es nicht. Wo wir gerade dabei sind, meint ihr vielleicht, ich wüsste nicht, dass ihr die Nirnwurz bis auf den letzten Rest verputzt habt? Ich konnte eure Zähne sehen. Oh Gott. Ich konnte eure Zähne singen hören und einen leuchtenden Nachttopf kann man einfach nicht verstecken. Gott. Ja. Das ist nur witzig, wenn man Nirnwurz kennt. Nirnwurz ist ein Kraut, was sehr, sehr komische Geräusche macht. Deswegen wahrscheinlich auch eure Zähne singen hören und es leuchtet ohne Ende. Also, ist auch ein sehr, sehr seltenes Kraut. Wächst auch nicht, kann man selber gar nicht anpflanzen. Obwohl in Skyrim es eine Bauerin geschafft hat, das selber anzupflanzen mit einem Trick, den sie nicht verraten hat. Aber jedenfalls, lustiger Text. Finde ich gut. Finde ich lustig, weil die Bücher sind hier ein bisschen mit Witz gefüllt. Das war bei Skyrim nicht immer so der Fall. Fortgeschrittene alchemistische Prinzipien. Erst wenn ihr die Grundlagen der Alchemie beherrscht, solltet ihr euch an komplexere Prozesse wagen. Durch sorgfältige Studien könnt ihr lernen, wie man bei der Herstellung von Tränken negative Eigenschaften unterdrücken, mehrere Tränke aus einem einfachen Satz Reagenzien erzeugen oder sogar zusätzliche Reagenzien verwenden kann, um noch mehr mächtigere Tränke zu erschaffen. Aber fürs Erste ist, sich selbst nicht vergiften, das Ziel für euch, das ich mir am meisten wünschen würde. Anscheinend war der Lehrling ziemlich, ziemlich dumm. Aber okay. Lehrling halt, ne? Ist halt nun mal so. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ich wollte bei den Fertigkeiten mal was nachgucken. Und zwar im Sinn von Lug und Trug. Okay. Seelenmagie? Was? What the fuck? Alchemie, was kann man denn da machen? Gar nichts, weil ich noch gar nichts machen kann. Schmiedekunst? Kann ich auch noch nichts machen. Auf Stufe 2 kann ich... Ihr findet Erz viel leichter, wenn es 20 Meter oder weniger entfernt ist. Wow. Super. Okay, wo kann man denn die Farbe ändern? Will ich mal ganz gerne wissen. Wer bist du? Nichts Wichtiges. So viel zu tun, so wenig Zeit. Ach, die war das, genau. Oh, wer bist du denn? Zimmermann. Selbst mit den Alchemisten, die hier in der Mühle kampieren, kann ich noch viel erledigen. Apropos, braucht ihr etwas? Oh, ein Schreiner. Können wir etwas über das Schreinern erzählen? Selbstverständlich. Schreiner formen Holz zu den verschiedensten Gegenständen. Aber unsere Spezialität sind Bögen, Stäbe und Schilde. Dafür benötigt man ausgezeichnetes Holz und einen stabilen Arbeitstisch. Wir sind zudem immer auf der Suche nach Lehrbüchern für Stile und seltenen Zutaten für fortgeschrittene Arbeiten. Könnt ihr mir etwas über den Ablauf sagen? Natürlich. Während wir Holz bearbeiten, können wir eine spezielle Eigenschaft wählen, auf die wir uns konzentrieren können. Es erfordert viel Erfahrung, um diese Techniken zu entdecken, aber es ist die Mühe wert. Das Gewicht zu erhöhen oder die Ausrichtung anzupassen, kann zu einem deutlichen Vorteil im Endprodukt führen. Gewicht erhöhen? Oh, das ist cool. Gibt es noch mehr zu wissen? Nun, der Gegenstand kann weiter verbessert werden, indem man Harze, spezielle Zutaten, die den Wert und die Qualität eurer Arbeit erhöhen, verwendet. Der Vorgang ist sehr empfindlich. Stellt also sicher, dass ihr genug Härte und eine ruhige Hand habt. Viel Glück. Mhm. Unidentifizierte Holz. Waffe. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, Schreinerbank, los geht's. Herstellen. Schreiner herstellen. So. Oh, hier gibt's nur die... Was ist denn mit... Okay, das sind die Waffen. Rüstungen. Ah, Schild. Okay, da sind wir schon mal. Geschliffene Ahorn. Geschliffene Eichebuche. Was für ein Ding? Hickory, Eibe, Birke, Esche... Mahagoni und Nachtholz. Okay, krasser Scheiß.
Bretone, bla bla bla. Und jetzt wieder die Eigenschaften. Quarz, Diamant, Sardonyx, Almandin, Smaragd, Blutstein und Granat, Saphir und konzentriertes Nirnkrux. Ich glaube, dieses konzentrierte Nirnkrux ist überall. Gerne zu sehen. Was ist denn Optionen? Achso, nee. Veredeln. Sammeln wir 10 Rohmaterialien, beispielsweise Ahornholz, und drückt X, um diese Position zum Veredeln zu bringen. Okay, bla, habe ich nicht. Verwerten. Scheiße, habe ich auch nicht. Aufwerten. Habe ich auch nicht. Doch, mein Holzschild kann ich auch aufwerten. What the fuck? Das ist doch aus Holz, oder? Analysieren. Wählt mit L1 in der Waffe. Drückt X, um eine Analyse zu bestätigen. Bei der Analyse wird der Gegenstand zerstört und analysiert. Nur Gegenstände, die ihn nicht mehr benötigt. Einen Bogen habe ich verfügbar. 6 Stunden? Analysiere die Erfahrung im Umgang mit diesem Gegenstand. Wählt ein Gegenstand zum Analysieren. Das Erlernen von Eigenschaften wird den Gegenstand zerstören. Dieser Vorgang wird 6 Stunden dauern. Seid ihr sicher, dass ihr fortfahren möchtet? Jawohl. Geil. Sowas mit Echtzeit, das gefällt mir. Das finde ich cool. Veredeln geht auch nicht? Nee. Oh, Schreinerei für Einfaltspinsel. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen zu lesen, oder? Ja, könnte knapp werden. Von Graubart Durotze, dem Holzmetzger von Skavin. Hört mit dem Blödeln und Trödeln auf, Jungspund. Ihr seid weniger als ein Haufen Goblindung. Und wenn ihr kein Handwerk erlernt habt, und ich werde nicht zulassen, dass meine Sippe die Bude voll stinkt. Heute lernt ihr, wie man mit Holz arbeitet. Jetzt hört auf mit dem Gejammer und hört mir zu. Die Schreinerei ist ein ehrliches Gewerbe und der alte Graubart wird dafür sorgen, dass ihr gut darin werdet. Ich werde euch ganz einfache Wörter benutzen, damit sogar Tabons mitkommt. Für den Anfang geht ihr mit dieser Axt in den Wald, sucht euch moosbewachsene Baumstämme in der Nähe, alte Stümpfe und Felsen und dann schlagt mit mir 10 Stück ungearbeiteten Ahorn. Was? Warum der so heißt? Weil er unbearbeitet ist, du dummes Kind. So viel Holz braucht ihr, wenn ihr etwas Brauchbares herstellen wollt. Okay. Dann geht ihr mit diesen 10 Stück unbearbeiteten Ahorn zu einer Schreinerbank. Dort macht ihr aus diesen unbearbeiteten Ahorn geschliffenen Ahorn. Wir Fachleute nennen das veredeln. Nein, nicht schleifen, veredeln. Ja, am Ende kommt geschliffenes Holz raus. Und nein, das ist überhaupt nicht verwirrend. Als nächstes könnt ihr bitte mal zuhören. Das ist wichtig. Ihr könnt nicht einfach an geschliffenem Ahorn herumschnitzen, ohne einen bestimmten Stil zu verfolgen. Hm? Ein Stil? Jedes Volk Tamriels hat einen eigenen Stil und ein Material, mit dem es am liebsten arbeitet. Und die verschiedenen Stilrichtungen sind nach den jeweiligen Völkern benannt. Kapiert? Also ihr kauft das Stilmaterial in der Stadt von einem Schreiner, du hohle Nuss. Also ihr kauft von einem Schreiner, du hohle Nuss. Nein, es ist egal von welchen. Okay, am Ende tragt ihr euer Stilmaterial und 3 Stück geschliffenen Ahorn zu einer Schreinerbank. Stellt einen Ahornbogen her. Kümmert euch nicht um die Bogensehne. Denn der Part ist vorbei. Und deswegen würde ich jetzt hier einfach mal sagen, tschüss. Bis zum nächsten Part von Let's Play The Elder Scrolls Online Teso. Haut rein, Leute. Ciao.